Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing von der BenQ e-Reading Lampe. Also hier BenQ Genie e-Reading Lampe. Wir haben heute eine gebogene. Das ist also oben die Lampe ist gebogen, damit halt der Strahl im durch. Auch nach halt in die äußeren Kanten vom Schreibtisch kommt. Intelligente Helligkeit. TellerMate, also dass man drehen kann. Hier seht ihr sie dann nochmal. Das ist die kleinere von beiden. Die größere habe ich ja schon getestet. Ich werde euch mal verlinken. Und also ist, wenn die kleine wenigstens nur ansatzweise so geil ist wie die große. Kann ich euch. Hey, sorry, was soll ich sagen? Ich habe zwar die Lampe jetzt zur Verfügung gestellt, die kriegt für die Videos, aber soll ich euch anlügen? Wie gesagt, ich habe meine, es steht immer noch da und ich hatte vorher keine bessere, ich habe nachher keine bessere gefunden. Ich liebe die Dinger, die sind so geil. Die machen den Schreibtisch, die leuchtet mir dahin, wo ich hin haben will. Ich kann so schön hoch machen, habe sie über meine Kamera gemacht, dass ich halt streamen kann. Nach dem Stream kann ich die Lampe anmachen, noch mal ein bisschen Papierkram machen zum Beispiel. Und die kommt nicht mit mein, die Geräte beißen sich nicht miteinander. Und ich habe wirklich alles schön erhellt, auch wenn sie weiter höher ist. Ich habe schön meine Tastatur, meine Maus erhellt. Herrlich. Und die. Okay. Hier kam mir schon was entgegen, die Tüte. Achso, die ist vom Standfuß. So, hoppala. Oh, der ist aber. Wow, der ist aber auch ganz schön schwer. Muss ich ja mal so sagen, der ist ja auch ganz schön schwer. Wie gesagt, es gibt keine besseren für mich. So, wir haben jetzt halt einen Standfuß. Wir haben die einzeln, wir müssen die zusammenbauen. Ja, da will ich doch mal ein Hardware-Video noch machen, wa? Hier haben wir noch einen. Ach, eine graue. Eine graue ist es diesmal. Schöner was nicht. Da ist nichts drin. Ah, hier ist das Netzteil. Hier ist die Anleitung. Und hier haben wir dann noch Ersatz. Nee, allgemein Dinger für drauf machen. Für Europa, Deutschland und Großbritannien. Und ich weiß nicht, für was die schrägen Dinger stehen. Gut, also müssen wir das eigentlich nur. Oben raufsetzen oder was? Und nicht festschrauben? Naja, wenn wir mal. Gut. Ist jetzt ein bisschen mehr Unboxing als gedacht. Gucken wir mal nach, aber hier irgendwo noch Schrauben. Mal lieber nach. Ich guck da, guck. Ach, hier, ich habe sie auf der Rückseite von der Anleitung. Okay. Okay, dann können wir doch noch ein Hardware-Video machen. Super. So, also. Das
ich werde euch mal noch so ein Stück zurück machen. Es ist halt blöd, bei den größeren Sachen das alle drauf zu kriegen. Wir haben einmal den Standfuß, der sehr schwer ist. Unten ist auch gummiert. Dann haben wir die Lampe an sich mit dem Kabel. Passenden Netzteil und Adapter haben wir hier auch. Hier sind die Adapter drin. Dann haben wir die Anleitung und da hinten ist ein Imbo mit den passenden Schrauben. Ich werde nur mal schnell gucken, ehe die Frage kommt. Nee, die sind exakt gleich lang. So, ich habe extra mal geguckt, die sind exakt gleich lang. Also kein Unterschied mit dem großen Modell. Das Einzige, was ich jetzt festgestellt habe, dieser Ring hier hinten, der ist einfach nur Plastik. Der macht, glaube ich, gar nichts. Das werden wir uns gleich im Hardware-Video angucken. Wobei der Ring bei der großen Version ja was macht. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Hardware-Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.